Der liebe Gott hat die Fettzellen nicht geschaffen, um uns zu ärgern. Nein, vielmehr soll das gespeicherte Fett als Energiequelle dienen, die unser Körper permanent benötigt, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Denn ohne Energie läuft in unseren ca. 100 Billionen Körperzellen gar nichts. Was der liebe Gott wohl damals noch nicht wusste, ist, wie sich unsere Lebensmittel im Laufe der Zeit verändern werden. Früher, also 2 Millionen Jahre lang bis vor etwa 10.000 Jahren, war in den für den Menschen verfügbaren Lebensmitteln kaum Zucker in Form von Kohlenhydraten enthalten. Heute jedoch überfluten wir unseren Körper mit Pizza, Pasta, Kartoffeln, Brot und anderen Produkten aus Getreide. Alles Kohlenhydrate, die vom Körper in Zucker umgewandelt werden. Unser Stoffwechsel hat sich angepasst und zieht nun die Energie aus diesen Kohlenhydraten. Die meisten Menschen befinden sich also im sogenannten Zuckerstoffwechsel. Das Problem dabei ist, dass der Körper dadurch gar nicht mehr seine Energie aus den Fettzellen zieht. Im Gegenteil, eine kohlenhydratreiche Ernährung fördert eher die Fettzunahme, als dass sie hilft, ihr Körperfett zu verbrennen. Der Grund: Kohlenhydrate aus Kartoffeln, Pasta, Brot etc. überschwemmen unser Blut mit Glukose, woraufhin die Bauchspeicheldrüse sofort große Mengen Insulin ausschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Dies macht das Stoffwechselhormon Insulin, indem es den überschüssigen Zucker aus den Kohlenhydraten in die Fettzellen einbaut und gleichzeitig dafür Sorge trägt, dass dieser dort auch drin bleibt. Sprich, Insulin sorgt dafür, dass die Fettzellen kein Fett mehr abgeben. Somit ist eine Gewichtsreduktion nicht mehr möglich. Genau das Gegenteil ist der Fall: je öfter wir Kohlenhydrate essen, desto mehr wird in den Fettzellen eingebaut und wir nehmen zu. Wie kriegen wir dieses Problem in den Griff? Ganz einfach, wir verändern den Zustand unseres Stoffwechsels, vom Zuckerstoffwechsel hin zum Fettstoffwechsel, so wie früher. Das bedeutet, wir entziehen dem Organismus weitestgehend die Kohlenhydrate. Wie genau, können Sie den schmackhaften und sättigenden Rezepten im kostenfreien Booklet entnehmen. Fehlen die Kohlenhydrate als Energieträger, passiert etwas unglaublich Spannendes: Ihr Stoffwechsel schaltet automatisch vom Zuckerstoffwechsel in den Fettstoffwechsel um. Das heißt, Ihr Körper nutzt jetzt wieder die eigenen Fettreserven, um die ca. 100 Billionen Zellen mit ausreichend Energie zu versorgen. Diesen Zustand nennt man Ketose. Der Name ist Programm, denn in diesem natürlichen Stoffwechselzustand werden die gespeicherten Fette freigegeben und in der Leber zu sogenannten Ketonkörpern, Ketone, umgewandelt, die anstelle der Kohlenhydrate für alle Zellen zur Energiegewinnung genutzt werden. Allerdings gibt es hierbei einen kleinen Haken. Der Körper muss diese Art der früheren Energiegewinnung erst wieder erlernen und dafür brauchen sie Geduld. Die komplette Umstellung des Stoffwechsels dauert nämlich im Schnitt 4 bis 12 Wochen. Nur wer hat schon Geduld? Gerade wenn es um das Thema Abnehmen geht. Niemand. Daher können Sie mit unserem Produkt Keto 28 diesen Prozess extrem beschleunigen. Keto 28 enthält nämlich exogene, also von außen zugeführte, Ketone. Und zwar dieselben, die auch Ihr Körper bildet, wenn Sie ihm weitgehend Kohlenhydrate entziehen. Nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied: Während Sie auf die Wirkung der endogenen Ketone, die der Körper selber bildet, bis zu 12 Wochen warten müssen, wirken die exogenen, also von außen zugeführten Ketone, innerhalb von nur 60 Minuten. Ja, Sie haben richtig gehört. Nach Einnahme des Keto 28 Produkts befindet sich Ihr Körper innerhalb von nur 60 Minuten bereits im Zustand der Ketose. Keto 28 enthält unter anderem exogene Ketone namens Beta-Hydroxybutyrat BHB. Das sind die gleichen Ketone, die der Körper selber produziert, wenn er sich im Zustand der Ketose befindet. Diese exogenen Ketone tragen dazu bei, den natürlichen BHB-Ketonspiegel des Körpers zu erhöhen. Wenn der Ketonspiegel eine bestimmte Konzentration erreicht, aktiviert der Körper die eigene Ketose. Keto 28 hilft also, in Verbindung mit den empfohlenen Rezepten im kostenfreien Booklet, den Organismus schneller in den Zustand der Ketose zu versetzen. Bereits nach der ersten Einnahme von Keto 28 wird die Fettverbrennung erfolgreich unterstützt. Die zugeführten Ketone sorgen nämlich auch dafür, dass der Blutzuckerspiegel niedrig bleibt. Sie erinnern sich? Kohlenhydrate lassen den Blutzuckerspiegel und damit das Hormon Insulin hochschnellen. Insulin verhindert jedoch den erfolgreichen Fettabbau.
Da Ketone aber den Blutzuckerspiegel niedrig halten und damit auch das Hormon Insulin, ist jetzt ein wichtiger Schritt getan, um überhaupt erst einmal den Abbau von überschüssigem Fett zu ermöglichen. Und genau das passiert jetzt auch. Denn wenn der Insulinspiegel niedrig ist, wird sein Gegenspieler, das Hormon Glucagon, automatisch von der Bauchspeicheldrüse gebildet. Und Glucagon ist unser bester Freund, denn es ist für den Fettabbau zuständig. Und einen weiteren positiven Effekt werden Sie sofort erleben, wenn Sie Keto 28 trinken. Die exogenen Ketone unterdrücken nämlich Ghrelin, das wichtigste Hungerhormon Ihres Körpers. Mit Keto 28 können Sie also länger ohne Essen auskommen und bekommen dennoch keinen Hunger. Eine super Voraussetzung, um zusätzlich Gewicht abzubauen und auch schneller in die körpereigene Ketose zu kommen. Im Zustand der Ketose läuft die Fettverbrennung dann auf Hochtouren. 24 Stunden, rund um die Uhr. 7 Tage in der Woche. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter dem Video in der Beschreibung.